Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 Maps, Mods and More auf unserem Kanal. Und zwar habe ich mir heute wieder eine kleine Karte rausgesucht und das Klein ist diesmal wortwörtlich zu nehmen. Die Map heißt Mini-Brunnen, ist noch vom Mod-Contest. Da sind noch einige Karten da, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Und die will ich jetzt einfach mal abwursten, abarbeiten. Abwursten, was ist denn das für ein Wort? Verwursten. Und abarbeiten, denn ja, in den letzten Wochen war doch allerhand zu tun und ich hänge da noch ein kleines bisschen hinterher. Mini-Brunnen. So sieht die Karte aus. Die hat einen Moment gerade mal 40 Hektar. Ganz wichtig als neuer Farmer-Anfang, sonst wenn ihr genau Farmmanager oder bei Null beginnt, habt ihr hier natürlich auch auf der Fläche hier keinen Hof stehen, also keine Häuser. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Könnt es natürlich auch anders machen, wenn ihr aber die schönen Häuser und den Hof haben wollt, ganz normal als neuer Farmer anfangen. So, dann gucken wir uns mal die Karte an. Wie gesagt, ist recht übersichtlich. Wir haben fünf Felder, ein kleines Waldgebiet, haben hier eine kleine, ja, ich möchte es eigentlich gar nicht Stadt nennen, das ist einfach die Ansammlung von den verschiedenen Händlern und haben hier oben unseren kleinen Hof. Ist alles nett arrangiert. Ich würde sagen, das baut auf der Felsbrunnen-Map auf, aber da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ist die Frage, für was brauchen wir sowas? Der Hof ist hier recht übersichtlich gehalten, hat das Standard Hofhaus, Farmhaus. Hier ja ist auch dieser Standardunterstand, haben schon ein paar Trecker, haben hier hinten ein Silo, Trecker, die ein Anhänger, Mähdrescher. Saatmaschine. Ist also alles da, um anzufangen. Wir haben sogar einen kleinen Pickup. Ja, für was, warum sollte man so eine kleine Map spielen? Ja, für Leute, die halt was ausprobieren wollen, die vielleicht ein paar Mods testen wollen, die da jetzt nicht Bock haben, wenn sie sich irgendwas kaufen wollen, da ewig rumzufahren oder einfach mal ein paar Spieltechniken testen wollen. Ja, die dafür einfach was Kleines, Übersichtliches, aber trotzdem Schönes haben wollen. Und diese Karte hat ein paar Besonderheiten, da gehen wir gleich mal noch drauf ein. Wir schauen uns erstmal so, genau, haben quasi so für alles eine Verkaufsstelle, können also alles einmal verkaufen. Haben auch noch die Standard Frucht, Sachen, Brennerei, Kornzentrum, Scheune, Spinnerei, Supermarkt, Sägewerk. Außer ja, hier den Weizen können wir im Kornzentrum und Brennerei verkaufen. Das gucken wir uns natürlich alles gleich noch im Detail an. Ja, wie gesagt, die Karte ist recht übersichtlich. Es hat allerdings zwei Besonderheiten mit der Karte. Und zwar können wir ja eine Greenbox und uns quasi eine Fotowand kaufen für Leute, die halt ihre Mods testen wollen oder Fotos von ihren Mods machen wollen. Irgendwelche Image-Videos, Image-Fotos, Produktfotos. Das funktioniert wie folgt. Wir gehen einmal in den Landschaftsbau. Da muss ich jetzt selber noch mal ganz kurz nachschauen. So. Ändern dann den Landschaftsbaumodus mit X und können dann mit Tab die Bodenarten ändern. Sehen wir jetzt hier unten rechts an der Ecke. Und kommen dann irgendwann nach dem Gras, Stein, zu dem, ja, Grünboden. Den wir natürlich wunderbar nutzen können, um klare. Was haben wir denn da? Ach, da ist noch irgendeine. Okay, das ist wieder so ein Ding, was wir nicht ändern können. Um, ja, Fotos von unseren Mods, von unseren, ja, Traktoren, Fahrzeugen, Image-Videos, Image-Fotos zu machen. Wie auch immer, was ihr da machen wollt, ist alles möglich. Haben da quasi so ein grünen Untergrund, könnt ihr dann auch besser Hintergründe, Texturen, irgendwas einfügen. So haben wir mal das hier schön gemacht. Sieht ja wahnsinnig toll aus, wie ich das gemacht habe. Und wir können uns quasi. Ja, genau, so sieht es jetzt aus. Hier, das hat es irgendwie nicht so ein bisschen mitgemacht, aber da werden wir sicherlich irgendwo eine tolle Fläche finden. Vielleicht sucht man sich noch irgendein Gelände, wo vielleicht kein Schatten ist. Oder macht vorher noch die Bäume weg, wie man das will. Ja, dann können wir zum Beispiel mal den Traktor nehmen und haben dann da einen gleichmäßigen Untergrund, können dann da mit
Photoshop mehr einfügen, indem wir einfach die grüne Farbe entfernen. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Genau, könnt ihr jetzt dann im Nachhinein die Bodenart durch irgendwas mit Photoshop ersetzen, wie wir das wollen. Ganz einfach, ganz easy. So, und da wir jetzt den Hintergrund auch noch machen wollen, haben wir bei, ich glaube, Dekorationen war es gewesen, genau. Hier einmal die Fotowand, die ist schön groß. Können wir jetzt natürlich auch wieder drehen. Dann haben wir die hier so stehen. Guck, ist das nicht der Wahnsinn? Ist das nicht der Wahnsinn? Und dann haben wir jetzt hier so eine schöne große grüne Wand stehen, wo wir dann auch davor unsere Mod, was auch immer, platzieren können und dann fotografieren, ja, und das dann ganz einfach bearbeiten. Ist das nicht wunderbar? Ich würde trotzdem sagen, ich mache nochmal ganz kurz den ganzen Spaß weg und dann schauen wir uns trotzdem nochmal die Karte an, denn der Spielspaß soll ja für Leute, die vielleicht auf so eine kleine Map stehen, auch nicht zu kurz kommen und da würde ich mir mit euch so rum noch ganz gerne mal die Karte angucken. Ja, damit wir das jetzt nicht immer diese grüne riesige Wand im Hintergrund haben, würde ich sagen, ich mache das nochmal schnell weg und bin dann sofort wieder da. So, da sind wir wieder in unserem Traktor auf dem Hof, ohne grüne Wand, ohne grünen Boden. Hof haben wir uns ja schon angeguckt. Müssen wir das Tor öffnen, finde ich prinzipiell immer sehr cool sowas. Wenn man Sachen andrücken kann, so lustig drauf rumklickern und dann, ja, passiert da irgendwas. Wie zum Beispiel Hoftore, finde ich eine sehr coole Sache. Sehr unterschätzt. So, genau, wir haben hier oben das Feld 1, um da mal eine kleine Relation zu haben. Das ist ja gerade so viel Grünzeug. Ja, wenn wir das nochmal ganz kurz anschauen. Feld 1 ist das kleinste Feld und hat schon eine ordentliche Größe, ne? Ich glaube zwischen 1 und ja, 1 und 2,5 Hektar, 7 Hektar Forstgebiet haben wir. Wir haben, ja, doch, eine BGA 6 Verkaufsstellen für alle Standardfrüchte. Wir haben Hofgebäude mit Fahrzeugen. Wie gesagt, je nach Schwierigkeit, müsst auf einfach anfangen, dann habt ihr alles dastehen. Ansonsten ist euer Hof leer. Haben jetzt hier eine Verkaufsstelle. Auch da müssen, nee, das ist der Händler. Das ist der Händler natürlich. Auch da müssen wir das Tor öffnen. Fahren wir mal fix rein. Denn auch hier gibt es noch so eine lustige Rampe mit den Fahnen. Kennt sicherlich jeder. Auch da könnt ihr noch Fotos für eure Mods, vor allem für die Fahrzeuge halt. Genau, hier beim Händler machen. Sieht sicherlich auch ganz, ganz toll aus. Ja, müsst ihr dann vielleicht in den Flugmodus, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Wenn nicht, könnt ihr euch das gern auch hier nochmal angucken, wie das funktioniert, dass ihr euer HUD wegbekommt, dass ihr in den Flugmodus kommt. Mache ich auch sehr gern im Livestream, um die Thumbnails für unsere Streams zu machen. Habt ihr da ja sicherlich schon mal gesehen, wenn ihr diesen Kanal verfolgt. Wenn nicht, könnt ihr das natürlich gern tun, indem ihr hier den Kanal abonniert und die Glocke drückt und dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn wir live gehen und eine Runde live vom Feld senden. Also Tankstelle ist Standard-Tankstelle, würde ich sagen. Haben jetzt hier unten noch Platz für weitere Höfe. Weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Bei so einer kleinen Map ist auf jeden Fall viel Platz. Man kann auch sowas hinbauen. Vielleicht auch dazu nutzen, die Fläche, um Gebäudemods zu fotografieren. Haben hier den guten alten Ledli. Und die BGA. Kommt dann hier unten noch an den anderen drei Feldern vorbei. Guck, hier gibt es doch sowas wie eine kleine Ortschaft. Und prinzipiell Vegetation, so ist gut. Überdurchschnittlich, würde ich sagen. Hat sich schon jemand ein bisschen Mühe gegeben. Auch ja, mit Baumplatzierungen.
Texturübergängen, sieht schon alles ganz nett aus. Topografisch könnte vielleicht noch ein bisschen was rausgeholt werden. Aber wie gesagt, das ist ja auch eher eine Map. Um mal ein bisschen was auszuprobieren, haben hier rechts die Sägewerk. Hier die Felder. Es gibt zwei, was haben wir denn eigentlich noch? Zwei Wasserstellen. KI-Fußgänger und Verkehr. Ja, das haben wir schon festgestellt. Das ist auch, glaube ich, auch so ein bisschen Standard mittlerweile. Ich glaube, es gibt keine Maps mehr, wo es keine Fußgänger und kein Verkehr gibt. Also, genau, haben wir hier zum Beispiel so einen lustigen kleinen Tümpel. Gucken, Windrad haben wir hier. Was haben wir denn da hinten noch? Schauen wir da vielleicht mal noch. Ah ja, das ist doch sehr, sehr, sehr idyllisch hier. Wie gesagt, solche Sachen sind mir auch immer relativ viel wert. Wir gehen ja bei den. Ach, guck mal, die kennen wir doch. Die kennen wir doch, die Sandburg. Ein richtiges Dixie-Klo. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, schön. Ja, nett. Hier kann man hier was rumdrehen. Nee, schade, leider nicht. Gibt eine kleine Bank und eine Laterne, die in der Luft schwebt. Warum auch nicht? So, wir gehen mal wieder zurück zu unserem, ja, Surfbretter, ob man hier so surfen kann. Weiß nicht, sehe ich jetzt nicht so die Wellen, dass das Sinn macht. Vielleicht waren es aber auch Sups gewesen. Kannst du überall machen. Eine kleine Kapelle hier am. Ach, herrlich. Herrlich, gleich so ein riesen Windrad daneben. Warum denn nicht? Und ein Jägerstand, der hier ein bisschen auf die Felsen schießen kann. Naja, wohl eher da drüben ins Feld. Genau, haben dann hier noch Feld 4 und Feld 5. Und fahren dann mal hier hinten in das, wie ich bereits sagte. Ach, guck hier. Das ist ja lustig gemacht. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Tunnel eingestürzt. Aber die Felsen sehen gut aus. Mit dem Moos und so. Ach, guck hin. Ach, guck hin. Ach, schade. Jetzt lustig, wenn man da irgendwo hinkommt und dann so eine absolut unentdeckte Gegend, wo sich der Modder hier nochmal richtig, richtig Mühe gegeben hat, irgendwas Krasses zu verstecken. UFO oder irgend sowas. Keine Ahnung, wäre cool. So, hier haben wir eine Wasserstelle. Ja, genau, eine Wasserstelle. Auch sehr cool. Wasserturm habe ich so jetzt, glaube ich, auch noch nirgendwo gesehen. Oder ist mir noch nie aufgefallen. Wobei, so einen Wasserturm kann man schlecht übersehen. Genau, dann schauen wir hier hinten nochmal ins Forstgebiet, haben wieder unsere Specht-Sounds. Noch ein Jägerstand. Ah, guck hier. Ah, sehr cool. Das finde ich sehr cool. Hier direkt so eine kleine Fläche, so ein Holzumschlageplatz, wo wir erstmal ein bisschen was einlagern können. Ah ja, da hätte ich schon Bock drauf, ein paar Bäume zu fällen. Forstwege sind cool, die sind irgendwie saumäßig überdimensional. Da wirkt das, wie wenn wir so einen kleinen Spielzeugtraktor haben. Aber ist eine Sache, die mich jetzt nicht unbedingt stört. Mal schauen, ob wir dann, genau, machen wir hier mal noch so eine kleine Rundfahrt durch den Wald. Auch der sieht. Flora, Fauna, technisch. Sehr gut aus. Gefällt mir auch sehr. Und wir kommen nochmal hier an der Brennerei vorbei. Und aus voll lustig, dass die hier so mitten im Wald liegt. Ja, aber warum nicht? Warum denn nicht? Da können wir, wie gesagt, noch Weizen verkaufen. Kann hier guter Schnaps gebrannt werden, mitten im Wald. Ich hoffe, das ist legal. Dann bestimmt eine Lizenz haben zum Schnapsbrennen. Na gut, und damit haben wir eigentlich uns die ganze Karte schon angeguckt. Denn wie gesagt, das ist ein kleines süßes Ding. Ist vielleicht mit seinen Features eher was für Leute, die halt ein bisschen was ausprobieren wollen, die auch mal gerne ein paar Bilder machen für, was weiß ich, ob ihr selber Modder seid oder nicht. Ja, von Fahrzeugen, Gebäuden gibt es auf jeden Fall Flächen dafür. Wir haben den grünen Untergrund, die grüne Fotowand. Lässt sich dann einfach alles schön bearbeiten.
Und ich würde sagen, auch so, wenn man einfach mal ein paar Spieltechniken ausprobieren will. Man hat hier Felder, man hat ein schönes Waldgebiet, man hat Verkaufsstellen für alle Standardsachen. Da ist, denke ich, doch für jeden etwas geboten. Und ja, dann soll es vielleicht gewesen sein. Das ist die Map Mini Brunnen. Beschreibung, nee, andersrum, Link zu der Map ist wie immer unten in der Beschreibung, falls euch interessiert. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ja, was ihr noch so für Maps vielleicht mal sehen wolltet oder wo ihr meint, dass mir die gefallen könnt, die ich mir mal angucken kann. Da bin ich für Vorschläge immer sehr gern offen, sind wir sehr gern offen. Ansonsten, wie gesagt, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen, über ein Abonnement dieses Kanals und wenn ihr die Glocke betätigt, falls ihr, ja, über die LS-Sachen auf dem Laufenden bleiben wollt. Wie gesagt, unsere Livestream gehen immer sehr spontan auf Sendung. Falls ihr Zeit habt, guckt doch mal vorbei. Würden wir uns auch sehr freuen. Ansonsten, ja, genau. Liken, abonnieren. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr heute zu Mittag gegessen habt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in Bälde wieder hier auf dem Kanal. Habt vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Macht's gut und ciao.